Yay, es geht weiter mit Mario & Luigi 3 Dream Team Brothers und ihr seid auch wieder da. Da ist alles gut. So, jetzt haben wir schon 5 Attackenfragmente. Also die Hälfte. Und wenn wir die anderen 5 haben, dann können wir eine neue Spezialattacke nutzen, mit der wir dann diesen Chakron umhauen können. Und dann wird er mir das Sternserum geben. Das finde ich toll. Das brauchen wir auch dringend. Kommt man da nicht hoch? Weil auf der Karte sieht es so aus, als könnte ich da oben drauf balancieren. Oder so. Aber nö, dann halt nicht. Okay, dann geht's weiter. Huch, schon wieder diese komischen Sockengegner oder was auch immer das sein soll. Sehr strange. Die Käfer mag ich gar nicht, deswegen gehe ich denen erst recht aus dem Weg. Wir werden schon auch noch gegen die Socken kämpfen, weil... Weil einmal möchte ich schon wissen, wie die so angreifen und so. Aber die sind scheiße. Pass auf! Nein! Ach, die sind so blitzschnell! Schöner Treffer. Nochmal. Bam. Einfach irgendeinen treffen. Mir ist egal welcher. Hauptsache es wird einer getroffen. Und jetzt Attacke. Marios SP werden aufgeladen, deswegen kann er jetzt mal ein bisschen abgehen. Mit dem Fassgeballer. Reicht das aus, um die zu killen? Wollen wir es hoffen. Okay, das sollte möglich sein. Also wirklich. Ist echt einfach. Mario. Mario. Mario, das ist auch Mario. Und Luigi. Ach, sie überleben, aber nur einer. Nur einer. Und den könnte Luigi vielleicht noch schaffen. Oh, yeah. Yes. Und da springt ein Level-Up für beide raus. Ja, und der letzte Rang. Der Sternrang. Du kannst jetzt in allen Läden eine Toadtown einkaufen und dich richtig geil hochpushen. Da schauen wir auch noch vorbei. Yeah, 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 yeah. Aber was erhöhen wir denn hier, ne? Was? Eigentlich Angriff, ne? Ja, wow, wow, die Zahlen sind richtig schlecht, also. Ah, nee, Geschwindigkeit nicht. Vielleicht Bart noch, ne? Bei ihm so hin und wieder mal ein Glückstreffer ist eigentlich auch eine gute Sache. Nein! So knapp an der 3 vorbei! Nein! Okay, und auch Luigi natürlich, der Sternenrang. Richtig epic, da freut er sich, das ist klar. Das Level geht schön ab. KP braucht der Junge überhaupt nicht. SP vielleicht. Vielleicht. Oder obwohl, nee. Ich habe ja gesagt, ich erhöhe nie wieder SP und eigentlich auch nicht KP, weil man bekommt ja so viele Bohnen spendiert, ne? Oh, Verteidigung. Nein, da kamen doch gerade die Vierer und so. Okay, ich gehe weinen. Ach, egal. Ist nicht so schlimm. Ich habe eh das Gefühl, dass wir ein, zwei Level zu viel haben. Was aber auch daran liegt, dass ich die ganze Secret-Suche schon mache, ne? So, jetzt holen wir erstmal das Attackenfragment, das ich da oben gesehen habe. Und da ist noch eine Bohne. Ah. So, aber eigentlich müsste danach das Finale sowieso kommen. Ach, ich bin in eine Socke reingelaufen oder so. Weil wir haben ja dann alle 3 Sternserien und ich glaube kaum, dass danach noch irgendwas passiert. Ich probiere es jetzt mal mit der Kreiselröhre. Ich habe sie immer noch nicht geübt. Probier es aber einfach mal. Ich bin dabei still, weil ich muss echt gut gucken, aber ich werde eh sacken. Ich bin mir ziemlich sicher. Ey, scheiße, ist das schwer mit der Zeit. Wow! Das hat gut geklappt eigentlich. Also, wenn man die Fresse hält und sich konzentriert, ne? Und immer auf den guckt, der unten ist, dann schafft man das auch. Cool, aber es ist trotzdem nicht leicht. Okay, ich muss jetzt da hoch. Oder? Nee. Nee, Quatsch. Ich kann auch da schon hoch. Und dann rüberfliegen. Juhu! Übrigens, wir sind gerade ziemlich nah an der Stelle, wo Bowser mal aufgewacht ist und von Krankfried diesen Pilz bekommen hat. Ich sehe das Ding sogar auf der Karte. Diesen Markt, wo er da gearbeitet hat und ihn verarscht hatte. So, was war denn da oben eigentlich? Da ist sogar ein Ausgang. Wohin führt denn der? Oh, da können sogar nur Mario und Luigi hin. Na gut, dann schauen wir mal nach, oder? Was ist das? Wo führt das hin? Eigentlich müsste das ja... So zu Toadtown oder so. Oh, ich weiß wo. Ah, ja. Das ist da bei dem Migränesee. Kurz bevor man abbiegen kann zu... Ding.
das Anfang, wie heißt denn das? Kap Bäuerchen und der Strand. Und wenn man geradeaus läuft, also nach oben, dann kommt man zu Toadtown. Weil da habe ich nämlich mal kurz vorbeigeguckt. Hab gesehen, dass man da graben muss. Ich habe euch ja sogar gesagt, ah, da ist nichts. Wisst ihr das noch? Das ist vor einigen Parts her. Aber da ist eben schon was, nämlich eine Verbindung zu diesem Ort hier. Und wenn wir jetzt hier nach links gehen, ja geil, dann sind wir da, wo Bowser aufgewacht ist. Da oben ist er aufgewacht. Bestimmt ist da auch eine Bohne. Ja klar. Hier ist er aufgewacht, nachdem ich ihn verprügelt habe. Tja. Oder besser gesagt, nachdem Peach ihn dann rausgeworfen hat aus dem Castle. Juhu, so viele Bohnen. Und gleich kommen wir zu dem Markt. Da sind bestimmt auch noch einige Bohnen zu finden. Ich bin so bohnengeil. Ja, aber wenn jetzt wirklich bald das Finale kommt, dann ist es ja auch eine gute Idee, jetzt nochmal kräftig Bohnen zu sammeln, damit wir die Stats nochmal hochschrauben können. Aber ich habe ja ohnehin das Level für den Sternen... Hey, ist hier ein Geheimnis? Nee, schade. Ich wollte sagen, ich habe ja ohnehin den Rang für diesen Sternenladen. Da kann ich dann auch nochmal die beste Ausrüstung bekommen, denke ich mal. Ja, gut. Dann werde ich fortan den Gegnern wirklich mal krasser aus dem Weg gehen. Aber wir sind ja nicht so krass stark, dass das Finale langweilig wird. Also, man, oder ich bin immer eigentlich gut gelevelt in den Mario Luigi's und bisher war nix langweilig, oder? Im Gegenteil, das Finale ist dann meistens noch ziemlich schwer, weil die Kämpfe eigentlich ziemlich reinhauen. Also ich habe da überhaupt keine Sorge. Und wenn doch, kann man immer noch schlechte Ausrüstung anziehen. Ist ja nicht so, als müsste man das anhaben, zwingend. Ne? Kaufen kann man ja, man muss aber nicht anziehen. So, hier ist jetzt noch ein Gebiet, wo wir noch... Oh, was, hier ist eine Röhre? Die zu Bowser führt, oder wie? Tatsächlich. Bowsers Körperverbindung. Düpp, düpp, düpp. Der Arme sitzt ja immer noch im Tresor. Eingesperrt. Ist der eigentlich fürs Finale gesperrt? Also müssen Mario und Luigi das Finale machen oder Bowser? Das ist auch eine interessante Sache. Oh, hier ist noch eine Röhre. Wo bringt die mich hin? Bowsers Castle! Ja, lol. Hier sind doch 1 Milliarde Bohnen. Wisst ihr das noch? Dann werde ich das jetzt alles mal sammeln. Ja, das muss ich euch ja nicht unbedingt zeigen, weil die sind ja wirklich alle 2 Meter und das dauert ja wirklich Ewigkeiten. Obwohl, hier ist noch eine Röhre. Wartet mal. Noch eine Röhre. Düpp, düpp, düpp. Episch. Laut Karte bin ich in diesem super geheimen VIP-Raum von Bowser, wo er diesen Megaschatz versteckt hält. Oh, was ist denn da? Da bin ich gespannt. Mario! Dieser Raum, irgendwas ist da drin. Ah, ganz genau. Warum ich das weiß? Wir Sternengeister haben ein Gespür für so etwas. Wahrscheinlich ist da der geilste Ausrüstungsgegenstand, den es gibt, drin. Da ist ein Goomba. Kann man den killen? Hier gibt es viele Knöpfe. Wenn man sie drückt, öffnet sich vielleicht die hintere Tür. Irgendwo sollte es einen Hinweis auf dieses Zimmer geben. Mario, sehen wir uns zuerst einmal woanders um. Oh no, man muss erstmal Hinweise sammeln. Gibt es irgendwo einen Ort, wo man noch nicht gewesen ist? Nee. Verdammt. Irgendwie nicht. Das ist ja doof. Da muss es aber trotzdem irgendwo einen Ort geben, wo nur Mario und Luigi hin können. Und da ist dann dieses Secret. Oder sagt es einem dieser Goomba? Ist das ein Gegner? Ne, mit dem kann man sprechen. Dann rück mal raus mit der Sprache. Dieses Speziallager, was dort wohl aufbewahrt wird. Da fällt mir ein, hier unten hingen hier und da merkwürdige Notizen. Ob die sich wohl hierauf beziehen? Ja, ganz bestimmt. Ich löse das Rätsel bei Krankfrieds Lachen. Okay, dann muss ich wohl da nochmal herumstolzieren und so Sachen suchen. Ja gut, dann machen wir das alles der Reihe nach. Ich sammle jetzt einfach mal ein paar Bohnen und suche dann gleichzeitig nach der Kombination. Aber andererseits, ich sollte den Wald nicht vergessen. Vielleicht sollte ich jetzt erst einmal da die Aufgaben erfüllen. Ja, ja, doch. Ich mache jetzt hier erstmal die Bohnen, dann gehe ich zurück zum Wald und... Dann komme ich hierher. Es läuft ja nicht davon. Zufälliges Random Secret entdeckt.
dieser Block. Ich konnte mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber hier ist auf jeden Fall ein Block, an den nur Mario rankommt. Das muss was Besonderes sein. Angriffspilzsoße. Das klingt schon mal nicht schlecht. Pilze erhöhen Angriff zeitweise um 20%. Okay. Das heißt, ich muss einen Pilz einsetzen und dann gehe ich ab wie Schmidts Katze oder was? Alles klar, aber dazu müsste ich dann auch wieder irgendwas ablegen. Ich überleg's mir mal, aber es klingt grundsätzlich nicht schlecht. Okay, cool. Hier gibt's übrigens einige Kraftbohnen und bei dem Block habe ich eben Adieu-Handschuhe gefunden. Gegner werden mit einem einzigen Hammerschlag besiegt, zufällig. What the hell? Seriously? Ja. Auch eine Überlegung wert. Der Hüter lässt sich durch nichts erschüttern. Eine passende Spezialattacke ist im Grübchenwald versteckt. Und die wollen wir jetzt haben. Ich habe 5 Attackenfragmente, also lass mich durch. Habt ihr sie, hä? Jo. Das sind 6 Stück, gut gemacht. Oh, ich habe sogar 6, cool. Bitte, der Weg ist frei. Umso besser. Solltet ihr noch mehr Fragmente finden, nehmt sie an euch. Wenn ihr alle findet, lernt ihr eine Attacke, mit der ihr die Erde zum Beben bringt. Ich rieche Gefahr voraus. Beeilt euch besser. Ist das so? Gefahr? Ja? Willst du mir Angst machen, Alter, oder was? Ich habe vor nichts Angst. Vor rein gar nichts, kapiert? Ich bin so bohnengeil. Und hier gibt es so verdammt viele. Wir sollten jetzt eigentlich mal wieder welche verteilen. Allein durch das Bowser Castle habe ich jetzt nämlich eine Menge. 30 Herzbohnen habe ich nämlich. Ja, also pushen wir mal die HP von Mario und von Luigi auf 38. Und du hier und den Retrick Bowser. Dumm, 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 dumm. Auf 46, auf 48. Du kriegst auch noch eine. So, Spezialbohnen. Eine Menge SP. Gebe ich hauptsächlich dem Luigi jetzt, weil der Mario bekommt sie ja aufgeladen. Wobei, gut, ich weiß natürlich nicht, ob ich den Ausrüstungsgegenstand behalten werde, ne? Bowser, du auch, so. Luigi, 52, 56 und dann noch Bowser eine. Und Kraftbohnen. 4 für Mario und 4 für Bowser. Klasse! Jetzt sind sie richtig geil gepusht. Aufgeputscht! Wow! Vor allem, wenn mich hier nochmal ein Bosskampf erwartet, ja? Also das ist ja schon fast sicher, wenn der Typ schon sagt, da vorne ist Gefahr, ich rieche Gefahr. Herzbohnen, ja, von denen gibt's eh am meisten. Achso, klar, stimmt. Nein, du. Ja. Mario muss da durch. Und den Knopf drücken. Typ. No problem. Das können wir ja auch schon seit längerem. Und da ist noch einer für Luigi. Moment, warum schreit er so? Nein! Hä? Och nö, oder? Bin ich jetzt ernst? Jetzt bin ich ernsthaft von ihm getrennt. Wie lange? Weil ich meine, das Areal ist schon noch ein Stückchen, ne? Oh mein Gott. Also wenn es hier Gegner gibt, dann ist Luigi richtig am Arsch. Aber erstmal gibt es ein Brumble Blast Level für ihn. Achso, da kann man gar nicht hin, das war ein Baum. Oh mein Gott. Brumble Blast von Donkey Kong Country 2. Und Tropical Freeze. Ja, das Let's Play wird bald starten. Geil, was? Hoffentlich habe ich das Spiel schon, während, also wenn dieser Part hier hochgeladen ist. Oh nein, oh nein, oh nein, nein, ich will nicht kämpfen. Vor allem nicht alleine. Nein, 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 nein. Wow. Alter, wie viele von den Viechern gibt's hier bitte? Scheißdeck. Und wo ist Mario? Verdammt, ich bin jetzt einmal im Kreis gegangen. No. Ich hatte gehofft, dass da irgendwo der Verbrecher ist, der Mario Shit. Man muss die mit dem Hammer angreifen. Und warum zum Teufel hat Luigi so wenige Leben, bitte? Ey, bin ich eigentlich ein Vollidiot? Ich habe gar nicht gesehen, dass der so wenig HP hat. Ich brauche eine Mega-Heilung sofort. Wunderpilz. Das ist eigentlich eine Verschwendung, ne? Den bräuchte ich für den... Ach, scheiße. Den bräuchte ich für den finalen Bosskampf. Ich hoffe, ein Superpilz reicht fürs Erste. Mann, ich bin so eine Flachzange. Nein, greif nicht an. Nein, nein, nein. Bitte töte es. Bevor es Eier legt. Ja, du! Tatsächlich, cool. Ja, ich würde auch heulen an deiner Stelle. Heilige Kacke. Also, komm.
Hier, nimm noch ein paar Superpilze, von denen habe ich genug. So, jetzt sieht sie doch besser aus. Klasse Job. Bitte lasst mich in Frieden, ihr Viecher. Nein, nein. Mario, bist du... Ja, ist er, ja, komm, komm, hol ihn dir, hol ihn dir. Moment mal, das sieht aus wie so ein Riesending von denen. Jetzt bin ich in seinem Körper. Aber mit in Körper reingehen, kennen sich Mario und Luigi ja aus. Oh oh. Verdammt. Ein persönlicher Bosskampf für Luigi, aber nur gegen die Käfer. Naja, was heißt nur? Die sind verdammt schnell und stark und wir können ja keine Power-Attacke nutzen, weil Luigi nur alleine ist. Ist er überhaupt stark genug, um die mit einem Schlag zu killen? Na, mit Super jedenfalls nicht. Wir müssen ihre Attacke ausnutzen, um sie zu verletzen, aber wenn ich mich jedes Mal treffen lasse, dann wird das natürlich nichts. Und allzu viele KP habe ich auch nicht, um sie zu verschwenden. Hey, hau ab. Kommt noch einer von euch? Nein? Dann bringe ich dich gleich mal um. Oh, yeah! Na komm, 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 hier hast du. Ja, so können sie gerne weitermachen. Weil das ist leicht zum Kontern und... Facepalm. Naja, okay. Es hat auch so geklappt. Toller Treffer und down. Puh, geschafft. Und einen Superpilz bekommen. Den hast du dir verdient. Kannst du dir gleich reinziehen, wenn du Mario gerettet hast. Schaut mal auf das Viech da oben, wie das die Augen so verzieht, in so X'e. Aua, aua, aua. Das tut ihm natürlich weh. Und jetzt pisst er uns raus, oder was? Oder was ist das bitte schon für eine gelbe Flüssigkeit? Wie darf ich das verstehen? Wo ist Mario jetzt hin? Luigi kommt da noch raus. Sieht aus wie so eine Weihnachtssocke. Der neue Körper gefällt ihm nicht. Ja, komm raus jetzt. Wir müssen nach Mario suchen, du. Geht nicht. Kann ich so viel drücken, wie ich will? Oder kann ich mich... Ah, okay. Was zum Teufel? Ja, dieser Schmann hier erinnert mich total an Super Mario Bros. 3. Das will ich eigentlich auch demnächst mal let's playen. Da gab's auch schon sowas. Da konnten die sich dann in so einem Schuh verstecken und dann über Stachelgegner und sowas gehen. Oder Mancha. Geht das hier auch? Ja, bestimmt, ne? Yeah! Ist ja voll episch. Und ein Wiederwecker. Anscheinend erwartet mich gleich was. Aber so komme ich ja an die ganzen Ding. Ja, die greifen mich gar nicht an. An die ganzen Attackenfragmente ran. Dieses grüne Ding sieht aber ziemlich unbekömmlich aus. Ach, die checken das nicht, dass ich das bin. Sind die blöd. Die denken, ja, der Gegner läuft da und er hat mich gefressen und so. Und er ist gerade am Verdauen, was aber gar nicht der Fall ist. Tja, sollen sie das mal glauben, das ist mir wurscht. Ich kann in der Zwischenzeit mein ganzes Zeug sammeln. Attackenfragment Nummer 8. Die 9 ist da drüben. Das ist eine lustige Idee hier. Also auf jeden Fall, auch wenn es ein bisschen von Super Mario Bros. 3 abgeschaut ist, es ist trotzdem lustig. Völlig unerwartet kam das vor allem. Hier hoch muss ich. Oh, da ist sogar so ein Panzerblock. Und noch ein anderer Block. Dup. Aha, eine Verbindung, aber wo ist Mario? Luigi kann da nämlich nichts mit anfangen. Er ist nicht da. Da vorne ist die letzte Area, wo wir noch nicht waren. Da muss das Attackenfragment sein und eigentlich auch noch der Mario. Hallo, Bruder. Wer der Hell bist du? Das ist meins. Quatsch, meins. Ich habe es aber zuerst gesehen. Da ist es nur gerecht, wenn ich es fresse. Du kannst ja deine Blöcke fressen. Ey, ihr fresst gar nichts, klar? Was hast du denn da? Willst du das grüne Ding fressen? Ich fress beide. Du hast doch schon einen Block. Ich habe keine Lust mehr auf Blöcke. Jetzt reicht's. Das rote Ding gehört mir. What the fuck? Das ist meins, klar. Mario. Keine Sorge, ist alles in Ordnung. Wie? Du bist gar keine Strumpfrose. Strumpfrose. Wobei es ist eher eine Socke als eine Strumpfhose. Naja, gut. Ihr seid alle eklig. Wo sind wir hier? Sich in einer Strumpfhose zu verstecken. Feigling.
Aber das ist gut. Jetzt kann ich euch beide verputzen. Das ist meins. Ihr seid doch nichts. Seid ihr im Ernst willig, mich gerade umzubringen? Na, wartet. Gummiball! Attacke! Töte die Schweine! Was fällt denen ein? Vor allem, ich habe mich gerade noch gefreut, dass Luigi und Mario sich wieder getroffen haben. Und die haben sich so schön umarmt. Und dann kommen die da und stören die Zweisamkeit der Brüder. Das geht doch nicht. Entsprechend bestraft werden sie. Na, sterbt ihr alle? Sterbt ihr alle? Der blöde Ball. Yes, exzellent, alle down. 110 und down und cool und yay, down. Getötet. Bastarde. Geht doch. Noch eine Bohne, die Herzbohne. Und das letzte Attackenfragment. Welche Attacke ist es, um die es hier die ganze Zeit geht? Sie nennt sich... Fresskorb. 14 SP kostet das. Und auf dem Bild da oben sieht es extrem strange aus. Was um alles in der Welt? Ach, habe ich das nicht sogar schon mal gesehen? Genau, diese Attacke ist dran schuld, dass ich lange Zeit das Spiel nicht Let's Played hatte, weil mir das so blöd vorkam. Okay, also wir müssen mit dem Steuerkreuz das ganze Zeug aufsammeln, so wie Bowser. Hat ja auch eine Menge gefressen und dann wird Luigi genauso fett wie er oder fast noch fetter. Mario muss ihn stemmen und dann in der Luft B drücken. Okay, das ist eigentlich leicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich da Probleme hätte. Deswegen probiere ich es mal aus. Lecker essen. Ich muss mir nur vorstellen, dass das Pommes, Chicken McNuggets, Big Macs, Royal TS, Big Tasties, ja, keine Ahnung, Chicken Sticks, ja, keine Ahnung, so Zeug halt ist. Und jetzt, smashen, smashen, und werfen und B, bam. Ja, exzellent. Habe ich drauf. Geil. Und vor allem, das trifft mehrere Gegner. Sehr, sehr toll. Oh, wir kriegen... Was? Wir kriegen noch 3 Attacken? Wie kann das denn sein, wenn das Spiel jetzt bald zu Ende ist? Also, denke ich zumindest. Alles klar. Ja, jetzt müssten wir eigentlich zurück, ne? Zu dem Chakron. Aber, bevor ich dahin gehe... Warte, warte, warte. Bohne holen. Und nochmal überprüfen, was man mit diesem Panzer machen kann. Da muss es eigentlich irgendwo was geben. Auf jeden Fall. Irgend so ein Block, den man nur mit dem Panzer kriegt. Oder? Oder nicht? Nee, ich glaube sogar nicht. Ich glaube, das ist nur für dieses Ding da, wenn man zu blöd war, um das mit Luigi zu holen. Ja, das ist so eine Absicherung, falls man dazu zu doof war. Verstehe. Naja gut, dann hole ich dann noch ein paar Bohnen und dann sehen wir uns gleich wieder bei Chakron. Tschüss. Oh yeah. Auf der Karte ist die ganze Zeit ein Raum gewesen, den ich noch nicht erreicht hatte. Das ist der vor mir. Und da habe ich jetzt natürlich rundherum gesucht, wie man da hinkommt. Die Lösung ist folgende. Man kann hier durch. Man sieht den Weg nicht, aber er existiert und hier muss auch noch irgendwas sein. Die letzte Bohne, die mir noch gefehlt hat, lustig, und die SP-Socken Plus. Ja, ist ja klar, was es macht. SP um 30% erhöhen. Gut, denke ich, werde ich nicht nutzen, aber trotzdem gut. Ah, eigentlich sollte ich doch mal bei dem Sternladen vorbeigucken, oder? Wie gesagt, wollte ich noch puzzeln und Kupuzzle ist dann das zweite Sternserum aufgefallen und er wollte mir eine Geschichte dazu erzählen, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Auch wenn ihr es nicht glaubt, ich war ein Hüter, ich war beliebt. Die jungen Leute heutzutage schauen ja nur aufs Äußere, aber ich war anders. Ob Quiz oder Puzzle, ich war stolz auf mein Köpfchen und mein Können. Kupuzzle super, Kupuzzle du kannst es, Kupuzzle bist geil. Noch immer trage ich die Erinnerung an meine Beliebtheit in mir. Ich hatte dieses Haus schön geschmückt und gab jeden Tag eine Party, aber das war früher. Es passierte vor kurzem. Ich war wie immer dabei, ein Puzzle zu lösen. Es war mein Meisterwerk und als ich das letzte Stück einfügen wollte, da tauchte plötzlich dieser Kerl hier auf. Sicher kennt ihr ihn, Bowser, der Koopa-König. Er kam her und suchte Streit.
Ich habe ihn ein Puzzle lösen lassen, aber nach 30 Sekunden begann er sich zu ärgern. Das kann ich nicht! Er ist ausgerastet und hat alle Möbel in meinem Zimmer durcheinander gebracht. Und das Sternserum, das Zeugnis meiner Weisheit, hat er geraubt. Eine üble Geschichte, ein König, der sich wie ein Kind benimmt. Und danach habe ich nichts mehr herumliegen lassen, damit er beim nächsten Mal nichts mehr verwüsten kann. Und jetzt bin ich nur noch ein einfacher alter Cooper, der Puzzles liebt. Wenn ihr auch puzzeln wollt, könnt ihr jederzeit zu mir kommen. Ah ja, Bowser. Das Sternserum, das er in seinem Tresor hatte, das hat er also erbeutet. Hat er nicht irgendwas gesagt, er hat das irgendwie gefunden oder so? Arschloch. Naja, im nächsten Part holen wir uns dann das letzte Sternserum. Denn mit der neuen Attacke können wir Chakron umwerfen. Hoffe ich zumindest.